sind gespannt. Jetzt heißt es Vollgas, Traktor-Pulling, Mega-Farm-Pulling, 3,6 Tonnen, Supersport Mighty Quinn. Schwer. Ja, da wird noch der Ladedruck gesucht. Irgendwo im Inneren unter der Haube. Und wir hoffen natürlich, er findet ihn. Jetzt geht's langsam los. Er kommt langsam auf jeden Fall, der Turbo. Never enough! Liebes Publikum! Running Wild kämpft hier um jeden Meter, aber mit 30 PS in der Fischdorf Arena. Schlag auf Schlag weiter, der nächste ist ein Scharnier, der vor dem Start bereitsteht und wir schauen auf den nächsten Starter. Supersport, Power, Pulling, los geht's! Der grüne Abbei! Hey, 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 Daniel, hast du das gehört? Schauen wir mal auf Bad Romance, der Fan geht auf die Bahn, Startfreigabe, Attacke! Oh, das ist war, das ein Niveau? Das war mal eine Schippe höher. Und jetzt kriegt er ihn zu drehen. Duke auf dir, Janosch Scheubitz, los geht's! Ja, er kriegt ihn zum Drehen, aber nicht so richtig, oder? Ja. Wir haben nochmal hier rumkommen. Wir haben mal schnell einen dicken Applaus für den Moment auf den Bruder Janin. Freak aus den Niederlanden! Ins Finale vorfahren. Auch hier Anspannung pur. Ist es die nächste Marke, die im Finale mit dabei ist? Supersport 3,6 Tonnen, Shocking Blue. Evolution!
Sehr coole Beleuchtung vorne schon mal. Kampfbeleuchtung ist eingeschaltet. Und ja, jetzt gibt es hier noch einen Applaus für den Yellow Thunder. Er hat 1000 Wettkampf-PS, er trägt den Titel in dieser Klasse. Und das haben wir vorhin schon gesehen, er braucht immer so ein bisschen. Er sucht den Ladedruck unter der Haube. Aber wenn er ihn dann gefunden hat, dann geht es voraus. Dann geht es explosionsartig nach vorne und jetzt hört es sich gut an. Jetzt hört es sich gut an, der Ladedruck steigt. Und der Never Enough setzt sich in Bewegung. Finale ist eröffnet. Der macht einen Riesensatz nach vorne. Ja, das wissen wir. Wir wollen ja trotzdem feiern. Floating Finish, natürlich. Natürlich. Jetzt die Anzeige aus. Egal, wenn es über 100 Meter geht, hören wir den Jingle. So ist es. Also, der amtierende deutsche Meister liegt vor. 101,05 Meter, da müssen die anderen erstmal rankommen. Und er hat seinen Helm abgenommen. Das ist mit 1,60 hier ganz vorne mitfahren. 101,5 Meter ist die Bestmarke. Aktuell vom Never Enough. Steiger hat vorgelegt. Jetzt ist es wieder Zeit für Power aus den Niederlanden. Los geht's! Noch ein bisschen raus hier. Die Sonne. So, Farmpulling, Ekstase ist angesagt, Bad Romance auf der Spur. Los geht's für den nächsten Niederländer. Oh, 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 Überraschung. Das macht der Freak aus den Niederlanden. Das Stärkste, was sie zu bieten haben. Puller 2000. International mit 1000 Wettkampf-PS. So, geht das will ich hier natürlich ganz hinten aus der Nähe sehen. Geht er vorbei an Never Enough. Geht er am deutschen Meister vorbei. Der Ford, der im ersten Lauf so atemberaubend schnell unterwegs war, holt er sich jetzt die Führung in diesem Finale. Shocking Blue! Der zweite, hier gibt es auch schon die Siegweite, los geht's, Red Evolution hier vorne.